Also, wie Lukas es eben schon gesagt hat, heute Abend wollen wir uns mit einer Person der wirklich jungen Kirchengeschichte beschäftigen, nämlich mit Gladys Aylward. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, aber sie war Missionarin in China, aber vor allem liebte sie Gott und sein Wort. Und das werden wir eigentlich sehr klar in der Biografie sehen, wie das immer wieder durchscheint. Aber warum lesen wir eigentlich Biografien? Warum beschäftigen wir uns mit Personen, die schon tot sind? Warum nehmen wir nicht einfach Personen, die noch leben? Die sind einem doch viel näher. Stimmt zum Teil, aber in Hebräer 13, Vers 7 werden wir von der Bibel aufgefordert: Gedenkt eurer Führer oder auch Lehrer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Das heißt, es ist eine besondere Aufforderung, sich Vorbilder zu nehmen, die ihr Leben schon gelebt haben, quasi wo man das Ende schon sehen kann, sich diese Person als Vorbild zu nehmen und ihren Glauben wirklich nachzueifern, das, was sie gewirkt haben, was sie erlebt haben, wirklich auch als Motivation zu nehmen für das eigene Leben. Und ich denke mal, das ist eine wichtige Motivation. Warum sollten wir Biografien lesen? Warum sollten wir uns mit Personen der Bibel beschäftigen, aber auch mit Personen der Kirchengeschichte? Und deswegen haben wir ja auch die Reihe als Jugend Kirchengeschichte, wo wir auch einfach durch die Geschichte gehen, was hat denn die Gemeinde überhaupt durchgemacht im Laufe der Zeit? Und da kommen natürlich immer wieder auch Personen vor, die diese Geschichte geprägt haben. Und das ist auch ein zweiter Grund, warum wir uns die Kirchengeschichte oder Missionare anschauen. Die Bibel fordert zur Mission auf. Und der missionarische Gedanke ist ein wichtiger Gedanke in der Bibel. Und wir merken immer wieder, wie schwierig es sein kann, missionarisch aktiv zu sein. Und diese Personen können uns auch besonders in dieser Situation helfen, weil ihr Leben häufig davon geprägt war, missionarisch zu sein. Und das kann einen auf den ersten Blick irgendwie entmutigen, ja, weil es so irgendwie das Ziel ist hier so weit oben und man selbst ist so weit unten. Aber es kann auch eine Motivation sein, dahin zu kommen. Und Schritt für Schritt das auch zu lernen. Und wir werden heute Abend ganz klar sehen, dass Gladys Aylward kein Übermensch war. Ja, also Biografien, Glaubenshelden sind so große Persönlichkeiten, das müssen besondere Menschen sein. Wir werden sehen, es war ein ganz einfacher Mensch. Und kein Mensch hätte geglaubt, dass aus ihr mal das werden würde, was dann die Geschichte gezeigt hat. Gladys Aylward wurde am 24. Februar 1902 geboren in Edmonton, das ist bei London. Sie war die älteste Tochter eines Postboten und wuchs mit ihren zwei Geschwistern in einer christlichen Familie auf. Also optimale Bedingungen, müsste man meinen. Sie ist gestorben am 3. Januar 1970 in Taiwan und ist also nur knappe 67 Jahre alt geworden. Und von diesen 67 Jahren verbrachte sie mehr als die Hälfte im Missionsdienst. Also mehr als 35 Jahre wahrscheinlich, die sie wirklich aktiv im Missionsdienst unterwegs gewesen ist. Und die Grundfrage, die ihr Leben eigentlich bestimmt hat, und das war auch ihr Grundgebet zugleich, war: Was kann ich jetzt für den Herrn tun oder was will er, dass ich jetzt für ihn tue? Diese Frage hat ihr Leben eigentlich bestimmt und immer wieder auch die Weichen für sie gestellt. Sie war eine Frau des Gebets und die hat immer wieder vor Gott alles vor ihn gebracht, um alles gekämpft, um alles gerungen für sich selbst, für ihren Dienst, für die Menschen, die sie geliebt hat und für die Menschen, denen sie das Evangelium bringen wollte. Und sie nahm jede von Gottes Verheißungen wirklich ernst. Und das ist finde ich, fast am beeindruckendsten, wenn ich die Biografie lese, wie sie Gottes Verheißungen ernst nimmt, wie sie das, was Gott verspricht, wirklich glaubt. Und später wird ihr ein Spitzname gegeben, die Frau mit dem Buch. Und deswegen heißt auch die Biografie, die es bei CLV zu kaufen gibt, Gladys Aylward, die Frau mit dem Buch, weil sie immer mit der Bibel unterwegs war. Und deswegen haben die Chinesen sie damals die Frau mit dem Buch genannt. Und das ist ein großes Kompliment eigentlich, was man ihr macht. Und ein chinesischer Schriftsteller schreibt über Gladys Aylward: Gott selbst machte sie zu einer der größten Gestalten der chinesischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und das will schon was heißen. Wir werden jetzt durch einige Etappen ihres Lebens gehen und ich kann ihr Leben nur grob anreißen. Ich kann jedem diese Biografie empfehlen, die gibt es bei CLV als PDF-Download, die gibt es bei CLV zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer sie ist, aber es lohnt sich. Es gibt Biografien, die lesen sich schwer, die lohnen sich auch, aber da muss man wirklich Kraft investieren, sie durchzuarbeiten. Und das Buch liest sich wirklich wie eine Geschichte. Also wer einfach mal sich ermutigen lassen will und einfach es auch mal durchlesen möchte, ohne sie groß tief einsteigen zu müssen, dem sei das wirklich sehr empfohlen. Wie gesagt, bei CLV, mein Exemplar kann ich auch gerne verleihen. Wir werden anfangen mit der Kindheit, mit der Bekehrung. Dann geht es darum, wie sie nach China gerufen wurde, dann wie sie in China gelebt hat,
dann noch eine kurze Phase in England und am Ende dann letztlich ihr Tod. Wir fangen an mit Kindheit und Bekehrung. Gladys Abbott war schon immer sehr, sehr klein im Vergleich zu anderen Mädchen ihres Alters. Sie war klein, hatte glatte schwarze Haare und empfand sich als hässlich. Also sie hat sich dann mit ihrer Schwester verglichen, der irgendwie alles zu stehen schien, sah immer gut aus und sie selbst fand sich überhaupt nicht hübsch. Und das hat sie irgendwie total deprimiert. Ich weiß nicht, vielleicht sind Mädchen da auch ein bisschen anders als Jungs, ein bisschen empfindlicher, aber sie kam damit nicht gut klar. Sie war auch nicht besonders klug, es fiel ihr super schwer zu lernen. In der Schule kam sie nicht mit, aber was sie konnte, sie war schlagfertig. Sie konnte gut reden, sie war redegewandt, konnte eigene und fremde Probleme gut erkennen und auch entsprechend darauf reagieren. Und als sie 14 Jahre alt ist, beginnt sie dann hier und da als Hausmädchen zu arbeiten. Das war ein typischer Beruf in der damaligen Zeit, den man gut machen konnte als junges Mädchen. Und als sie dann 17 Jahre alt ist, entschließt sie sich, nach London in die Stadt zu ziehen, um dort einfach auch die Freuden des Lebens zu genießen. Besonders das Theater hatte es hier angetan. Und dafür investiert sie den freien Abend der Woche und auch alles Geld, was sie gespart hatte. Es war halt damals der Ort, wo man sich wirklich vergnügt hat. Kennen wir heute in dem Maße gar nicht mehr. Wenn junge Leute sagen, ich gehe ins Theater, ist das eher für viele komisch. Das war aber damals der Ausdruck von sich was gönnen, sich wirklich vergnügen und mit seinen Freunden was unternehmen. Und ihre Familie hatte sie immer davor gewarnt, sich zu sehr mit den Freuden der Welt zu beschäftigen und sich abbringen zu lassen von Gott und seinem Wort. Aber daran dachte sie nur selten. Sie wollte ihr Leben genießen, sie wollte Spaß haben und hat auch den Entschluss gefasst, nie wieder in eine Kirche zu gehen. Also wirklich einen Schlussstrich unter den Glauben zu ziehen, obwohl sie entsprechend aufgewachsen ist. Und das hat sie dann so ein Jahr durchgezogen, bis sie 18 war. Und dann gab es ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben. Sie war auf dem Weg wieder mal ins Theater und wird dann von jungen Leuten angesprochen, die vor einer Kirche stehen. Und bevor sie noch reagieren kann, packen sie sie am Ärmel und ziehen sie mit in die Kirche. Und obwohl sie sich vorgenommen hat, nie wieder in eine Kirche zu gehen, sitzt sie plötzlich auf der Kirchenbank und traut sich aber nicht wieder zu gehen, weil irgendwie sind alle so nett, alle sind freundlich zu ihr, da will sie auch nicht unfreundlich sein, aber nimmt sich vor, ich werde nicht zuhören. Egal, was da vorne gesagt wird, ich höre nicht hin. Aber dann fängt der Prediger an zu reden und ich lese einen kleinen Auszug vor, was der Prediger sagte. Es geht mit Gladys Abbott gedankenlos. Wie verrückt. Sie, Gladys Abbott, sitzt in einer Kirche. Der Prediger beginnt zu sprechen. Sie sitzt hier, genau gegen ihren Willen. Aber zuhören? Nein, ganz gewiss nicht. Trotzdem dringen die Worte des Predigers bis in ihr Innerstes, tief bis in ihre Seele. Er spricht von dem lebendigen Gott, der alles weiß, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Er kennt jeden Gedanken. Er nimmt von jeder Tat in unserem Leben Kenntnis, von der frühesten Jugend bis zum höchsten Alter. Alle Taten und Worte und Begierden des Herzens, alle Zukunftspläne sind ihm völlig bekannt. Und für jeden Menschen kommt einmal die Zeit, über das alles Rechenschaft ablegen zu müssen. All diese Dinge hatte sie früher in der Kirche und im Katechismusunterricht auch schon gehört. Von Kindheit an hat sie von dem allwissenden Gott gehört, aber nie wurde ihre Seele dadurch so aufgewühlt wie jetzt, da sie den Prediger sagen hört, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, ist er Gutes oder Böses. Und diese Worte dringen mit furchterregender Macht in ihre Seele ein, vor dem Richterstuhl erscheinen, um gerichtet zu werden. Welches Urteil wird dann über sie gesprochen werden? Wie war ihr Leben in der letzten Zeit? Ja, und obwohl sie nicht zuhören wollte, kommt sie nicht drum herum, diese Worte zu hören und es trifft sie. Sie geht aus der Predigt raus und ist völlig aufgewühlt. Und von dieser Freude, die sie durch das Theater hatte, ist irgendwie nichts mehr zu merken. Und sie kommt auch zu Hause nicht zur Ruhe, weil immer wieder klingt in ihrem Kopf die Stimme des Predigers, wir werden gerichtet, entsprechend, was wir getan haben. Der Gedanke hat sich festgesessen. Und die Unruhe wächst und wächst und sie kommt nicht zur Ruhe und entschließt sich dann, den Prediger nochmal aufzusuchen. Und sie geht hin und findet aber nur die Frau des Predigers. Und Gladys erzählt ihr von ihrer Unruhe und was sie so beschäftigt und dass sie jetzt nach Frieden sucht und sie nicht zur Ruhe kommen kann. Und die Frau des Predigers sieht es als wirklich eine Führung Gottes, dass dieses junge Mädchen jetzt bei ihr auf dem Sofa sitzt und versucht wirklich auch alles zu vermeiden, was irgendwie Stimmung erzeugt. Also sie will, dass es jetzt um Gott geht. Es soll nicht einfach nur eine schöne Atmosphäre erzeugt werden, die Gladys dann dazu treibt, sich zu bekehren und am Ende ist es doch nichts Ernstes, sondern die Frau des Predigers merkt, hier ist eine Person, die wirklich sucht und jetzt muss Gottes Wort wirken. Und sie
redet mit Gladys und führt sie wirklich zu dem Einzigen, der ihr Ruhe und Frieden geben kann, nämlich zu Jesus Christus. Und letztendlich erkennt Gladys, dass sie auf dem falschen Weg ist. Und sie nennt es später ihr Weg der Vergnügungssucht. Also das, was sie wirklich gefangen genommen hat, war die Vergnügungssucht wirklich. Sie sucht keine Entschuldigung und weiß, bei Jesus kann ich frei davon werden, das wird mir Ruhe geben. Und sie übergibt ihr Leben an Jesus, sie bekehrt sich und wirklich, sie erfährt diesen Frieden, der danach in ihr Leben kommt. Und sie sagt später, dass Gott wirklich in ihr Leben eingeschritten ist, dass er sie auf ihrem Weg angehalten hat und dass sie umkehren durfte. Und danach veränderte sich ihr Leben. Sie besuchte das Theater gar nicht mehr, weil sie das mit ihrem früheren Leben in Verbindung brachte. Und es war nicht per se etwas Schlechtes, ins Theater zu gehen. Das hat sie auch nicht völlig verurteilt. Aber es war so eine Brücke zu ihrem alten Leben, dass sie die einfach abgerissen hat. Gesagt, okay, das ist nicht mehr relevant für mich. Stattdessen besuchte sie jetzt eifrig Gottesdienste, um ihren Hunger nach Gottes Wort und Gebet zu stillen. Sie las viel in der Bibel, erzählt all ihren Freundinnen von Gottes Wort und wird dafür nicht selten ausgelacht. Aber hier sehen wir eigentlich, wie es in ihrem Glauben losging und wie ein junges Mädchen mit 18 Jahren den Weg zu Gott findet. Und dann vergehen einige Jahre. Und jetzt ist Gladys schon 27 Jahre alt und sie entscheidet sich, sich einer evangelistischen Vereinigung anzuschließen. Und in einer Zeitschrift liest sie den Aufruf, dass Missionare für China gebraucht werden. Viele Menschen haben noch nie etwas von Jesus gehört und das lag auch mit daran, dass China ein Land mit verschlossenen Grenzen war. Es ist für uns sehr schwer vorstellbar, wirklich, dass ein Land komplett geschlossene Grenzen hat, aber das war in China so. Niemand durfte rein. Und Gladys ist getroffen. Die Menschen brauchen doch die Bibel, wie sollen sie sich sonst bekehren? Irgendwer muss ihnen doch die Bibel bringen. Und ihr großes Interesse an dem Land wird von ihren Freunden und der Familie überhaupt nicht verstanden. Und ihr Bruder sagt dann ganz leichtfertig, dann geh doch selbst, wenn du meinst, dass es unbedingt notwendig ist. War aber eher als Spaß gedacht. Und sie denkt sich, soll ich vielleicht wirklich gehen? Also ist da vielleicht mehr dahinter? Und dann, wie durch eine Fügung Gottes, liest sie in der Zeitung, China macht die Grenzen auf. Es ist möglich, Missionare nach China zu schicken, endlich. Die Tür nach China war offen, sie war auch bereit, aber wie sollte sie das bewerkstelligen? Und ihr Vater kann das überhaupt nicht verstehen. Er sagt Dinge, die ein Vater vielleicht lieber nicht sagen sollte. Er sagt ihr, du bist weder Krankenschwester noch Lehrerin, was willst du dort? Du kannst nur reden, nichts als reden. Also er macht klar und deutlich, dass er denkt, dass sie nicht wirklich dazu in der Lage ist, als Missionarin nach China zu gehen. Wir können uns vorstellen, dass Dennis darüber nicht besonders erfreut war, über diese Aussage. Sie sagt, wie kann ihr Vater, von dem sie so viel Respekt hat, sagen, dass sie Unsinn redet, wenn sie nach China gehen will? Versteht er nicht, dass der Herr sie darin gerufen hat? Dennis lehnt sich an die Wand und bittet weinend, weinend klagt sie ihre Not im stillen Gebet. Vater, begreift nicht, dass du mich gerufen hast. Und dann, während sie noch weint, wird ihr ganz deutlich, was ihr Vater gesagt hat. Das Einzige, was du kannst, ist reden und reden. Gut, wenn das ihr einziges Talent ist, dann muss sie damit wuchern. Wie der Mann in der Bibel, der dürfte sein eines Talent auch nicht vergraben, sondern musste es einsetzen. Dann flüstert sie ganz leise und bittet ganz ergeben, ach ja, mein Vater sagt, das Einzige, was ich kann, ist reden. Nun ist es gut, dann will ich reden und ich werde immer weiter reden, aber nur von dir. Ja, also denken wir an diese Begebenheit aus der Bibel, kennen wir vielleicht von den verschiedenen Knechten, die mit Talenten betraut werden, die damit arbeiten sollen und der eine macht halt nichts mit seinem Talent und wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Sie sagt, so einer will ich nicht sein. Und wenn ich nur ein einziges Talent habe, dann muss ich das Talent einsetzen. Dann werde ich halt reden, aber von Jesus. Und sie entscheidet sich dann zu China Inlandmission zu gehen, also eine Missionsgesellschaft, in der Hoffnung dann von dieser China Inlandmission ausgesandt zu werden nach China. Und sie beginnt ihre dreimonatige Probezeit, in der man in die Missionsschule geht und so ein bisschen auf die Herausforderung vorbereitet wird. Und es wird ihr deutlich gemacht, man reist ungefähr einen Monat nach China. Also eine harte, lange Reise. Bevor sie das erste Mal nach Hause kommen darf, muss sie 7 Jahre in China arbeiten. Also sie muss quasi 7 Jahre Familie und Freunde hinter sich zurücklassen. Geldmangel und Mangel an medizinischer Hilfe, darauf muss man sich einstellen. Einsamkeit ist nicht selten Begleiter. Es gibt keinen staatlichen Schutz in Gefahrenzeiten. Man ist dann mehr oder weniger auf sich selbst auch gestellt. Und als Frau kommt dazu, dass auf eine Frau nur ungefähr ein männlicher Missionar nach China geht. Also vermutlich bleibt einem nichts anderes übrig, als Single zu bleiben im Missionsdienst.
Aber für sie ist das alles egal, ist alles zweitrangig. Sie möchte nach China und ist dafür auch bereit, die ganzen Opfer zu bringen. Es ist ja eine harte Liste und man muss sich dessen bewusst sein, worauf man sich einlässt, aber sie ist bereit. Und sie ist sehr fleißig, sie ist eifrig, sie macht alle Aufgaben, die ihr gegeben werden, erledigt sie sofort. Aber ein Problem hat sie, sie ist schlecht in der Theorie, das hat sich durchgesetzt von der Schule bis jetzt. Sie kann sich die Sachen nicht merken und besteht deswegen die Examen nicht. Und warum gab es überhaupt diese theoretischen Sachen? Na gut, man musste die Sprache lernen und Chinesisch ist keine einfache Sprache. Und um da so ein bisschen auch den Grundstein zu legen, gab es eben auch einen großen Theorieteil mit Prüfungen am Ende, den besteht sie nicht. Und das Komitee entscheidet dann am Ende, dass ihre Fähigkeiten, ihre Bildung nicht ausreichend sind, um nach China zu gehen, weil sie es wohl niemals schaffen würde, die Sprache in einem Ausmaß zu lernen, damit sie da wirklich effektiv missionieren könnte. Davon lässt sie sich aber nicht fertig machen. Die nächste Zeit nutzt sie, um kleinere Arbeiten zu erledigen. Sie bleibt in dieser Missionsgesellschaft, aber alle glauben, ihre Aufgabe ist in England. Unterstützende Tätigkeiten, irgendwie Zuarbeit, aber der aktive Missionsdienst, da hat sie keiner gesehen. Aber es lässt sie irgendwie nicht los. Und als sie dann einmal Zug gefahren ist, dann liest sie einfach 1. Mose 1, die folgenden Kapitel, 1 bis 12, und kommt dann zu der Szene, wo Gott Abraham auffordert, sein Land zu verlassen. Und dann liest sie weiter und dann liest sie von Mose, der sein Leben in der Wüste verließ, um das Volk Israel aus Ägypten rauszuholen. Und das waren zwei Männer, die von Gott eine Berufung bekommen haben und gehorsam waren. Die einfach gegangen sind und gesagt haben, okay, Gott, wenn du mich schickst, dann gehe ich und mach das. Und das traf sie, weil sie auch fühlte, sie ist berufen, nach China zu gehen, wie kann sie dann nicht gehen? Und das hat sie als Anlass genommen zu sagen, okay, dann gehe ich eben auf eigene Faust. Ich verdiene mir das Geld selber und ich gehe nach China. Und dann hat sie wieder angefangen, als Hausmädchen zu arbeiten und jeden Cent gespart, um sich irgendwie diese Reise zu finanzieren, um nach China zu fahren auf eigene Faust. Aber Gott hat einen anderen Weg vorbereitet. In einem Gottesdienst wird von einer Frau Lawson berichtet, eine englische Missionarin in Nordchina. Und diese Frau sucht ein Hausmädchen, was sie unterstützt, die ein Herz für die Mission in China hat, die missionieren möchte. Und Dennis fragt sofort nach, darf ich hingehen? Und alle sind einverstanden, der Prediger ist einverstanden, Frau Lawson ist einverstanden und Dennis darf die Reise nach China antreten, mit der Perspektive dann, diese alte Frau zu unterstützen und einzusteigen in eine Missionsarbeit. Und im Oktober 1932, sie ist 30 Jahre alt, macht sie sich mit dem Zug auf die weite Reise nach China. Sie muss durch Europa, Russland, Sibirien und die Mandschurei, also Nordostchina, also wirklich eine lange Reise. Und in dem Zug, der ist überfüllt mit Soldaten, die in die Mandschurei wollen, denn es ist Kriegszeit. Krieg zwischen Russland und der Mandschurei. Die Reise war deswegen sehr gefährlich. Und sie sagt rückblickend dann, auf dieser mühevollen Reise durch Russland habe ich deutlich gesehen, in welch ein Elend ein Land und ein Volk gerät, das Gott und sein Wort verwirft. Weil sie einfach diese Verkommenheit gesehen hat, einmal im Zug, aber auch in den Städten, wo sie Halt gemacht haben. Und die Berichte der Reise sind sehr spannend. Wir werden aber jetzt es hierbei belassen. Nur ein Beispiel vielleicht. Irgendwann wird ihr Pass entwendet, also einkassiert. Und dann wird aus Missionarin Maschinistin gemacht, mit der Intention, sie als Arbeiterin da zu behalten in Russland und nicht weiterreisen zu lassen. Aber mit diesen Maßnahmen wurde versucht, sie quasi abzufangen. Sie konnte dem aber entgehen und weiterreisen. Nur so eine Szene. Und dann kommt sie schließlich in China an, November 1932. 26 Tage ist sie gereist. Sie bekommt einige Ratschläge, sie bekommt chinesische Kleidung. Und erstaunlicherweise, sie ist besonders klein und hat glatte schwarze Haare. Das passt wunderbar, denn sie sieht quasi fast aus wie eine Chinesin. Klar, die Gesichtszüge passen nicht ganz, aber von der Statur sieht sie den Chinesen ähnlicher als so manch anderer Europäer. Und damit hatte sie es sehr viel leichter, denn Europäer hatten oft ein Problem als Missionarin in China aufgrund ihrer äußeren Erscheinung. Fielen sie sofort als fremd auf. Und das war bei ihr nicht so. Also Gott hatte quasi von Kindheit an dafür gesorgt, dass sie passend ausgestattet ist, um eine Reise nach China anzutreten, obwohl sie das immer als negativ empfunden hatte. Und dann, als sie dann kommt sie letztendlich in diesem Dorf Yangcheng an. Dort trifft sie die Missionarin Frau Lawson und bis jetzt kann sie noch kein Chinesisch, hat sie noch nicht gelernt. Und
In diesem Dorf bekommt sie dann auch den Namen die Frau mit dem Buch, weil sie ständig mit der Bibel unterwegs war. Und das war für eine Frau besonders unüblich, weil nur die gebildeten Männer gelesen haben. Und sie als Frau war aber ständig mit diesem Buch anzufinden. Und deswegen hat man ihr ganz schnell den Namen Frau mit dem Buch gegeben. Und alle wussten aber, dass es die Bibel war und dass es ein spezielles Buch war. Und die erste Zeit nutzt sie wirklich, um einfach als Dienstmädchen in diesem Haus zu leben. Sie lernt die Sprache und erstaunlicherweise fällt es ihr sehr einfach, das Lesen, Schreiben und Sprechen zu lernen. Leichter als manch anderem. Und ich denke mal, hier finden wir auch ein biblisches Prinzip wieder, dass Gott nicht immer die Fähigsten beruft, sondern dass er die, er beruft, befähigt. Ja, also wir müssen nicht immer erwarten, dass wir alle Fähigkeiten mitbringen müssen. Ja, Gott nimmt nicht immer die Creme de la Creme und die ja menschlich gesehen am perfekten Geeignetsten, sondern manchmal beruft er auch die ganz einfachen Menschen, wo kein Mensch glauben würde, dass das funktionieren kann. Und am Ende stellt sich raus, dass diese Menschen erstaunlich befähigt werden in ihren Aufgaben. Und so war es auch bei Gladys. Und Gladys ist tief berührt von dem Elend, was sie in China findet. So viele arme Menschen, aber vor allem trifft sie, dass diese Menschen einfach keinen Bezug zum Evangelium haben. Sie kennen Gott nicht. Sie leben ohne Gott. Und so initiiert sie auch zusammen mit Frau Lawson, dass die Herberge, oder das Haus, in dem die wohnen, zu einer Herberge umgebaut wird. Weil es war sehr üblich, dass Eseltreiber mit ihren Waren von Dorf zu Dorf zogen, um ihre Waren auch zu verkaufen. Und in dieser Herberge konnte man sie quasi über Nacht versorgen. Man hat den Tieren was zu trinken, zu essen gegeben und die Männer haben dann dort übernachtet. Und das war eine Chance, ihnen abends dann noch etwas aus der Bibel zu erzählen. Und so wurde sie relativ schnell als diejenige bekannt, die dann den Männern die Geschichten aus der Bibel erzählt hat. Und als dann Frau Lawson stirbt, bleibt sie alleine zurück, als einzige Europäerin, in der relativ großen chinesischen Provinz Shaanxi. Und so führt sie dann diese Herberge weiter über Jahre, aber irgendwann erwacht in ihr der Wunsch, auch in diese Dörfer zu gehen, ja, wo die Eseltreiber herkommen, um auch dort in den Dörfern die Frauen und die Kinder zu erreichen und auch ihnen das Evangelium zu bringen. Und das war ihr besonders wichtig, weil Frauen eigentlich keinen Wert hatten in China. Frauen und Mädchen waren von geringerem Wert als die Männer. Aber es gab ein Problem, diese Reise war nicht ohne weiteres möglich, weil diese Bergdörfer konnte man eigentlich nur als Eseltreiber erreichen in seiner Gruppe, weil es von Räubern nur so wimmelte. Es war ziemlich gefährlich, diese Reise anzutreten. Und Gladys weiß nicht, wie sie es machen soll, und sie fängt an zu beten dafür. Und dann, erstaunlich, am nächsten Tag klopft es an der Tür und der Mandarin steht davor. Ja, ein hoher chinesischer Beamter, der Verwalter der Provinz. Und er hat eine Bitte an sie. Nämlich, es soll eine Veränderung in dem Land durchgesetzt werden. Und zwar gab es eine recht harte Sitte, dass den neugeborenen Mädchen die Füße zugebunden wurden. Also die Zehen wurden nach innen geklappt und das wurde dann zugeschnürt. Und das hat man gemacht, weil kleine Füße als Schönheitsideal galten und ein langsamer Gang zeugte dann von Eleganz. Und schnell gehen war halt damit nicht möglich. Und so wurden quasi die Füße der kleinen Mädchen von Kindheit an eigentlich misshandelt und verstümmelt. Und diese Praxis soll jetzt unterbunden werden und auch den erwachsenen Frauen sollen die Füße wieder aufgebunden werden, was ziemlich schmerzhaft war und auch ein Prozess war. Man musste langsam quasi die Zehen wieder begradigen und das war möglich, aber es war halt im Prozess. Und dafür wollte er jetzt sie bitten, Frauen zu finden, die diese Aufgabe übernehmen können, die durchs Land zogen, um diesen Frauen und Mädchen dann die Füße wieder zu entbinden und auch die Sitte zu verbieten. Er würde zwei Soldaten bereitstellen und einen Esel. Aber Gladys sucht und kann seine Frau aber nicht finden, die diese Aufgabe übernimmt, weil sie nimmt diese Aufgabe wahr und sucht dann wirklich. Und dann sagt der Mandarin, okay, dann gehst du. Du wirst jetzt meine Abgesandte und du wirst dafür sorgen, dass den Frauen die Füße entbunden werden. Sie wird quasi zu Fußinspektorin ernannt. Aber erstaunlicherweise, sie weigert sich. Sie sagt, das mache ich nicht. Sie sagt zu ihm, Tausende von Meilen bin ich gefahren, um hierher zu kommen, um Gottes Wort bekannt zu machen. In Russland wollten sie mich gefangen nehmen und zur Maschinistin auf ihren Zügen machen, aber das musste ich ablehnen. Nun bin ich hierher gekommen, um ihrem Volk aus der Bibel zu erzählen, und jetzt soll ich in ihren Dienst treten, um die neuen Gesetze der Regierung durchzusetzen? Nein, das kann ich nicht. Ich habe mich dem Dienst meines Königs verschrieben, ich darf ihr Diener nicht sein.
Mit fester Stimme weigerte sie sich, den Auftrag des Mandarins anzunehmen. Jegliches Minderwertigkeitsgefühl ist von ihr abgeglitten. Ihr Glaube, ihr Missionsauftrag, sie geben ihr den Mut und die Kraft zur Weigerung. Und der Mandarin hatte jetzt viel zu bedenken. Alle Weisheit der chinesischen Philosophen hatte er jetzt nötig, um die richtige Antwort zu geben. Vor seinen Beamten und dem ganzen Volk musste er seine Autorität verteidigen, damit seine Befehlsgewalt aufrechterhalten bleibt. Doch vor dieser Frau, die ihm zu widersprechen wagt, weil sie den Befehl ihres Königs höher achtet, als hat er großen Respekt. Welch ein mächtiger König muss doch das doch sein, dieser Gott, dessen Gesetzbuch sie hat, das sie immer bei sich trägt. Ihm ist berichtet worden, dass sie den Händlern und den Müttern auf der Straße, den Bettlern am Wege und den Eseltreibern daraus erzählte. In diesem Buch müssen Gesetze stehen, die höheren Wert besitzen als die alten chinesischen Gesetze in seinen gelehrten Büchern. Und dann der letzte Abschnitt. Ehrwürdiger Mandarin, sagt Gladys nochmal, ich bin nach China gekommen, um das Wort meines Gottes hierher zu bringen. Ich würde gern mit dem Buch Gottes in die Dörfer gehen, aber ihre Dienerin darf ich nicht sein. Immer noch ist sein Blick undurchdringlich. Nach tiefem, ernstem Nachdenken sagt er ihr gebietend, morgen werden 2 Soldaten und 1 Esel bereitstehen. Morgen beginnst du mit der Arbeit. Du musst jedes Dorf unseres Teils der Shaanxi-Provinz besuchen. Ich gebe dir eine Bescheinigung deiner Ernennung. Du wirst regelmäßig zu mir in den Yamen kommen und die Ergebnisse deiner Arbeit mitteilen. Ich werde Befehl geben, dass jeden Abend ein Schlafquartier in seiner Herberge für dich bereitsteht. Und du darfst das Buch mitnehmen, überall, wohin du gehst. Ja, und so wird sie quasi von diesem hohen Beamten von China, zunächst will er sie zwingen, einfach seine Dienerin zu werden, denn sie weigert sich, total mutig, weil sie sagt, das würde mich bremsen in dem missionarischen Dienst, weil ich jetzt ja diesen Dienst habe und damit auch nicht, mir ist nicht erlaubt, zu missionieren, wird sie am Ende ausgesandt, um diesen Dienst zu tun, und es wird ihr aus sich erlaubt, den Leuten die Bibel nahezubringen. Und so wird sie quasi mit Eskorte geschickt, um die ganzen Dörfer zu besuchen, und darf jetzt den Leuten das Evangelium bringen, quasi als Auftrag. Und so tritt sie diese Reise an im Schutz der Regierung und nutzt jede Gelegenheit, um aus der Bibel vorzulesen. Und so langsam ändern sich auch die Lebensumstände und auch die Lebensgewohnheiten. Und es bekehren sich für dich Menschen. Und es gibt einen Evangelisten, Lu, mit dem sie auch dann viel Kontakt hatte. Und der kann schon bald die ersten kleinen Gemeinden in diesen Dörfern gründen. Und so fängt an, die Arbeit wirklich erste Früchte auch zu tragen. Und schon bald sollte sich ein neuer Aufgabenbereich für sie erschließen, denn in einem Dorf sieht Gladys dann eine Frau mit einem zerlumpten Kind am Wegesrand sitzen, und die Frau sagt ihr, kauf mir das Kind ab. Ich kann für das Kind nicht sorgen, kauf es mir ab. Und Gladys fällt dann in der Bibelvers ein, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf, und fühlt sich jetzt wirklich berufen, dieses Kind auch dann wirklich abzukaufen. Sie gibt der Frau 9 englische Penny, deswegen heißt das Kind dann auch 9 Pence. Und das war aber nur das erste Kind, was Mutter Gladys in ihr Missionshaus aufgenommen hatte. Denn diese 9 Pence bringt dann später erst ein, dann noch 2 weitere kleine Jungen mit und sagt, hier, die haben nichts zu essen, die haben nirgendwo zu schlafen, wir können die doch bestimmt auch noch mit aufnehmen. Die hatten kein Geld. Ja, aber Gladys sagt, okay, dann machen wir das, und vertraute darauf, dass Gott sie versorgen würde. Und hier finden wir eine weitere Dimension ihres Dienstes. Ihr erstes Anliegen war immer, die Menschen müssen von Jesus hören. Aber sie hat sich auch nie von der physischen Not distanziert. Denn sie hat den Menschen das Evangelium gebracht, hat aber auch geholfen, wo sie konnte, zum Beispiel bei den Kindern. Im Laufe der nächsten Jahre wurden daraus wirklich viele, viele Kinder. Das heißt, ihr erstes Anliegen war Mission, aber das zweite war auch Not der Menschen sehen und helfen. Ich denke mal, das kann auch für uns eine gute Hilfe sein. Die Menschen brauchen zuerst das Evangelium. Aber dann sind wir von der Bibel auch aufgerufen, wirklich Not der Menschen zu sehen und da zu helfen. Und das kann auch in besonderem Maße das Zeugnis nochmal verstärken und unterstreichen, was wir vor diesen Leuten haben. Und das hat sich auch bei ihr gezeigt, dass sie einmal diese Kinder aufgenommen hat, aber sie wurde dann irgendwann auch in ein Gefängnis gerufen, um einen Streit zu schlichten. Und der Aufseher war der Überzeugung, sie könnte das machen, weil die Gefangenen sie nicht töten würden. Also die hatten wirklich Angst vor diesen Gefangenen. Und sie hatten den Gedanken, sie ist eine Christin und ihr Gott wird verhindern, dass sie getötet wird. Und es gelingt ihr wirklich da auch, den Streit irgendwie zu schlichten. Und
sie ist immer wieder in diesem Gefängnis und erzählt auch diesen Leuten von Jesus und ist bewegt auch von dem Elend, was sie dort sieht. Und hat irgendwie den Gedanken, die Menschen muss doch geholfen werden, die müssen doch wieder integriert werden können. Und setzt sich dafür ein, dass diese Leute dann Arbeit kriegen, um irgendwie auch geschult zu werden, um später dann wieder sozialisiert zu werden und einen Eintritt ins Leben wieder zu schaffen. Und das hinterlässt großen Eindruck auch auf den Mandarin. Er sagt sich dann, so sagt er sich, der feste Blick in ihren Augen müsste wohl aus ihrer großen Gelehrtheit und Weisheit kommen. Vorsichtig informiert er sich über ihre Studien, denn sie muss endlos viele Bücher europäischer Weisheit gelesen und in ihrem Geist festgehalten haben. Das heißt, ihr Auftreten wirkte so, als wäre sie die gelehrteste Person Europas, die irgendwie nach China kommen konnte. Dabei war sie ein ganz einfacher Mensch, die von allen Menschen überhaupt nicht gedacht hätten, dass sie in der Lage ist, intellektuell diesen Dienst zu tun. Und da ist mir Verse aus Psalm 119 eingefallen, wo steht, dass das Wort Gottes uns weise macht. Weiser als unsere Lehrer. Einfach weil wir die Bibel als Grundstein nehmen, gibt uns das eine Art Weisheit, die die Menschen so nicht kennen. Eine überirdische Weisheit. Dallas ist jetzt 33, seit 3 Jahren als Missionarin in China, hat mittlerweile 24 Kinder in ihre Herberge aufgenommen und nach wie vor reist sie von Dorf zu Dorf als Fußinspektorin und besucht so jede Woche einige Dörfer. Und auch die in ihrer Herberge kommen immer wieder Eseltreiber und denen erzählt sie die Geschichten. Und das Schöne ist, diese Eseltreiber nehmen dann die Geschichten mit, bringen sie in ihre Dörfer, erzählen sie weiter und so verbreitet sich eigentlich die Botschaft der Bibel in diesen ganzen Dörfern. Das klingt jetzt erstmal so, als gäbe es keine Probleme, das Leben nimmt so seinen Lauf, aber parallel dazu war die politische Situation sehr angespannt. 1937 haben die Japaner große Truppen in der Mandschurei konzentriert. Vermutlich wollten sie den Norden einnehmen. Und die Menschen hatten Angst, denn es gab eigentlich keine Fluchtmöglichkeiten. Im Süden, der Gelbe Fluss, unüberwindbar. Und im Norden die Japaner. Und ein Jahr später wird Yangcheng, das Dorf, wo auch die Herberge war, von den Japanern mit Bomben angegriffen. Und dadurch wird auch die Missionsstation zerstört. Und es bleibt letztendlich nur die Flucht. Und das zieht sich über Jahre. 2 Jahre lang geht der Krieg hin und her. Dallas wohnt mit ihren Kindern mal in dem einen Dorf, mal in dem anderen. Also sie reisen wirklich hin und her. Und es werden nach und nach immer mehr elternlose Kinder zu ihr geschickt. Durch den Krieg starben auch viele Eltern. Und so wuchs die Kinderschar, die sie immer mitschleppen musste und auch wollte. Aber sie hatte halt keine finanziellen Mittel, hat immer darauf vertraut, irgendwie was zu finden in den Dörfern, um diese Kinder zu versorgen. Glücklicherweise hat die Frau des Oberbefehlshabers vom chinesischen Heer ein Auffanglager für Kriegsweisen errichtet und ein Missionar, David Davies, rät Gladys dann, den Kindern dorthin zu bringen. Und so schickt sie etwa 100 Kinder mit dem Missionar Lu schon mal vor zum Gelben Fluss. Dort gab es eine Fähre, sie sollten übergesetzt werden und dann sollten die in diese Station gebracht werden. Sie selbst wollte aber noch bleiben, um Kranke zu pflegen. Das heißt, die Kinder sollten gerettet werden, aber sie selbst wollte noch die Aufgabe wahrnehmen. Und der Mandarin, der mittlerweile ja fast schon ein Freund von Dallas geworden ist, der sie wirklich geschätzt hat, auch als Person, ist so beeindruckt von ihrem Leben und fragt jetzt, ob er Christ werden kann. Das heißt, ihr Dienst hat dazu geführt, dass eigentlich ein hoher chinesischer Beamter jetzt zu ihr kommt und sagt, wie kann ich denn auch diesem Gott dienen, dem du so treu dienst. Und ich glaube, das kann uns wirklich Mut machen, zum einen für unsere Obrigkeit zu beten, aber auch ein Zeugnis zu sein. Weil wir sehen, letztendlich hat sich ein chinesischer Beamter durch ihren Dienst wirklich bekehrt. Wir haben vielleicht nicht direkten Kontakt zu den Leuten, aber wir können zumindest dafür beten und wir sehen, Gott kann es möglich machen. Auch selbst in Bereichen und in Ebenen, wo wir uns das gar nicht vorstellen können. Es gibt ein weiteres Problem, dass sie mittlerweile als Spionin betrachtet wird, weil sie reist von Dorf zu Dorf, nimmt deswegen auch viele Informationen mit und ohne es zu wollen, hat sie Informationen an die Japaner weitergegeben über die Chinesen. Oder über die Japaner an die Chinesen weitergegeben. Und begeht somit ungewollt Verrat und deswegen wird ein hohes Kopfgeld auf sie aufgesetzt und so flieht sie dann endlich doch zum Richtung Gelben Fluss, hat schließlich wieder 100 Kinder bei sich, weil die Eltern ihr alle Kinder mitgeben, damit sie die irgendwie retten kann. Und dann kommen sie nach 2 Wochen an dem Fluss an und stellen fest, die letzte Fähre ist gerade weg. Jetzt steht sie da mit 100 Kindern vor diesem riesigen Fluss und die Fähre ist nicht mehr da.
Und sie sitzen 3 Tage und Nächte am gelben Fluss, ohne etwas zu essen. Und dann sagt ihnen ein alter Mann, der irgendwie vorbeizieht, dass die Japaner auch am selben Abend kommen würden, oder an den Fluss erreichen würden, und es gäbe eigentlich keine Hoffnung mehr, weil sie töten selbst Frauen und Kinder. Was für eine Perspektive, muss man sich mal vorstellen. Die sitzt da mit 100 Kindern, die ihr anvertraut sind, dann sagt ihr jemand, die Japaner töten auch Kinder. Die nehmen keine Rücksicht. Und sie muss sich gefühlt haben, ein bisschen wie Mose, der vor dem Roten Meer steht, das Volk hinter ihm und die Ägypter im Anmarsch und keine Chance, irgendwie gerettet zu werden, und sie wussten, der Tod wartet. Aber sie beten und sie singen, und das Singen wird gehört. Es gibt noch einen letzten Soldaten, der sollte warten, bis die Japaner kommen und dann erst übersetzen über den Fluss. Und er hört dieses Singen, schickt die Fähre nochmal rüber und holt sie alle ab. Also im letzten Moment, könnte man sagen. Und am Ende sagt eins der Kinder: Ich glaube, der Herr Jesus hat gesehen, wie viele Blasen ich an den Füßen habe, und darum brauchten wir nicht, wie Mose durch den Fluss zu laufen. Ja, also die Erwartung war durchaus da, dass der Fluss sich teilt und sie durchgehen können, aber das Kind war dankbar, dass am Ende die Fähre kam, weil die Füße schon so weh taten. Also was für ein kindlicher Glaube. Wir gehen ein paar Jahre weiter, 1943, der Zweite Weltkrieg auf dem Höhepunkt. Wieder mal sind es die Japaner, die sich der Stadt nähern, wo Gladys lebt, Stadt Xi, wer das so ausspricht. Und so sind auch die nächsten Jahre immer wieder von dieser Verfolgung geprägt. Und die nächsten 4 Jahre zieht sie immer wieder durch China ohne feste Bleibe. Aber was sie sich immer beibehalten hat, und das hat sie diese Jahre auch irgendwie durchgetragen, ist dieses Bewusstsein, sie ist von Gott abhängig. Diese Abhängigkeit vom Herrn, das tägliche Gebet, das Lesen in der Bibel. Und da musste ich mir selbst auch die Frage stellen, wie wichtig sind mir diese Dinge eigentlich? Weil hier ist eine Frau, die wirklich, man möchte meinen, auch andere Sachen im Kopf hat, die irgendwie von äußeren Problemen geplagt wird, die nicht zur Ruhe kommen kann. Und was aber die Konstante in ihrem Leben war, ist das Wort Gottes und das Gebet. Und alles, was sie irgendwie bewegt hat, hat sie im Gebet vor Gott gebracht. Und das sollte uns ermutigen, das Wort Gottes wirklich hoch zu achten. Und auch wirklich als ein wesentliches Element unseres Lebens und unseres Alltags auch zu verankern. Und das Gebet. Und wir dürfen alles vor Gott bringen. Und das hat sie auch getan. Sie hat die Kinder, die sie versorgt hat, immer wieder vor Gott gebracht. Sie hat ihre Missionsdienste vor Gott gebracht und all die alltäglichen Dinge, die sie bewegt haben, teilweise stundenlang. Und das hat sie irgendwie auch durch diese schweren Zeiten durchgetragen. Und das sollte auch noch wichtiger werden, als 1948 nicht nur das Problem kam, dass China Krieg mit Japan hatte, sondern dass China auch noch anfing, sich selbst zu zerstreiten. Und so gab es einmal das nationalistische Heer unter Chiang Kai-shek und die Rote Armee, also die Volksbefreiungsarmee unter Mao Zedong, ja, der maßgeblich den Kommunismus vorangetrieben hat. Und gerade der Kommunismus hatte viele Anhänger und war auch verstärkt durch die Leute der ärmeren Bevölkerung, weil der Kommunismus ja die Armen eigentlich befreien sollte. Und so übernimmt diese Rote Armee nach und nach die Herrschaft in China und sie zwingen, oder sie besiegen das chinesische Heer an allen Fronten und letztendlich zwingen sie die Menschen zum Kommunismus. Und der Kommunismus, der von Mao Zedong entworfen wurde, wird dem Volk als Gesetz verkündet. Und die Menschen jubeln ihm zu und er ist der Retter Chinas und sie rufen, wir bauen ein neues China auf. Das ist die Erwartung. Und diesmal müssen sie wieder fliehen, aber jetzt nicht von den Japanern, sondern von der Grausamkeit der eigenen Gefolgsleute. Weil die Kommunisten, die Christen, ja, weil sie ihnen feindselig gegenüberstanden. Und Gladys sorgt sich eigentlich nicht um ihr eigenes Leben, sie sorgt sich wieder um die Kinder. Werden sie Gott treu sein können? Ja, am Ende werden Leute vor die Entscheidung gestellt, Kommunismus oder Christ sein. Und sie selbst war sich sicher, für sie war das kein Problem. Ja, sie hat ihre Entscheidung getroffen. Für sie war die Sache klar, aber was war mit den Kindern? Und so fliehen sie wieder und sind wieder auf der Reise. Genau. Und dann ist Gladys in einer Stadt
an einer Universität, das hatte ich im letzten Thema schon als Beispiel erzählt. Und das finde ich eigentlich eine der beeindruckendsten Szenen in diesem Buch. Und zwar ist sie dort an einer Universität, wo etwa 500 Studenten mit ihr gemeinsam ja, geflüchtet sind und sich verstecken. Und diese Zuflucht wird gefunden und die Kommunisten übernehmen die Uni und verteilen jetzt Fragezettel. Und das sind ellenlange Listen mit Fragen, wo sie mal ankreuzen muss und ausfüllen muss und teilweise total banale Fragen. Aber die letzte Frage, die hat es in sich. Und nachdem man schon völlig zermürbt ist von dem ganzen Gefrage, kommt dann die Frage, wie stellst du dich zur neuen Regierung? Ja, dafür oder dagegen? Und das Problem ist, wenn man sich dafür stellt, stimmt man all dem zu und muss all dem gehorchen. Wenn man sich dagegen stellt, ist man ein Feind der Regierung und muss mit Verfolgung rechnen. Und von den 500 Studenten kreuzen 300 an, sie sind für die neue Regierung und 200, dass sie dagegen sind. Und das gefällt den Kommunisten nicht besonders gut, aber sie denken, machen wir es erstmal mit List. Und sie stacheln die 300 Studenten an, jetzt dafür zu sorgen, dass sich diese Quote ändert. Und jetzt folgen 3 Monate der Schikane und des Leidens für diese gläubigen Studenten, weil die 300 alles dran setzen, diese Christen fertig zu machen. Und dann wird der Fragebogen nochmal ausgefüllt. Und jetzt, das Ergebnis ist, es sind weniger als vorher für die neue Partei. Also nicht mehr 300, 200, sondern das Verhältnis ist gekippt. Und wie konnte das sein? Ja? Und das Geheimnis, da wurde so benannt, die gläubigen Studenten haben jeden Morgen vor den Vorlesungen gebetet. Und als das entdeckt wurde, wurden die gläubigen Studenten eingesperrt in Einzelhaft, 3 Monate lang, das muss man sich vorstellen, 3 Monate Einzelhaft. Vielleicht können wir das mittlerweile ein bisschen besser nachvollziehen, aber da wird es noch schlimmer gewesen sein. Und nach diesen 3 Monaten müssen sich all diese Flüchtlinge auf dem Marktplatz versammeln und nach werden alle Namen dieser Studenten vorgelesen und jeder hat jetzt die Wahl, für oder gegen die Partei zu entscheiden. Und alle entscheiden sich dazu, Jesus als ihren Herrn und Retter zu bekennen und stellen sich gegen die Partei. Und die Kommunisten fassen ein Fazit und sagen, jeder Christ ist ein Feind der Partei und im Letzten ist er es nicht mal wert, Wasser und Brot im Gefängnis zu bekommen. Selbst das wäre verschwendet. Und deswegen entscheidet man sich, all diese christlichen Studenten hinzurichten. Ja, das ist eine ziemlich harte Maßnahme. Und die Situation von, die Szene möchte ich einmal lesen. Stille, atemlose Stille, niemand sagt ein Wort, niemand bewegt sich. Die Henker werden gerufen und die Schwerter gebracht. Und noch einmal wird jedem Gefangenen die Möglichkeit gegeben, das zuvor gegebene Zeugnis zu widerrufen. Der erste Name wird vorgelesen. Dasselbe Mädchen, das als erste ihren Glauben bekannte, tritt nach vorne. Sie zittert nicht, ihr Gang ist fest und sicher. Du kannst jetzt wählen. Entweder du widerrufst und lebst, oder du verachtest die Partei und stirbst, schreit der Volksrichter. Sie wendet sich um ihren Freunden zu. Ihr Blick ist voller Ruhe und innerem Frieden. Woher hat sie diese Glaubenskraft? Woher den Mut, mit lauter Stimme über den Platz zu rufen? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Schwert? Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Auf einen Wink des Henkers hin schweigt sie, kniet nieder, sie beugt das Haupt und nach einigen Sekunden ein Schwerthieb, kein Laut sonst wird gehört. Gladys Albert krümmt sich, als hätte der Schwerthieb sie getroffen. Herr, schreit sie innerlich, Herr, wie lange noch, erbarme dich über diese Kinder. Die Namen werden aufgerufen, einer nach dem anderen, niemand schreckt zurück. In festem Glaubensmut treten sie einer nach dem anderen vor. Dann fällt jedes Mal das Schwert immer aufs Neue. Ein Junge zögert, zweifelt und Angst sprechen aus seinen Augen. Dann aber ruft eine kräftige Stimme hinter ihm, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Ja, und so zieht sich das fort und alle Studenten stehen vor dieser Frage und entscheiden sich dafür, Gott treu zu bleiben. Und hier finden wir einfach nochmal ein Beispiel von Früchten der Arbeit von Gladys. Ja, sehr zugespitzt letztendlich, aber wie letztendlich junge Menschen dazu ermutigt werden, für den Glauben alles dran zu geben und bereit zu sein, zu sterben. Und in dieser Situation stehen wir heute eigentlich nicht mehr. Also keiner verlangt von uns, für unseren Glauben zu sterben. Aber wir müssen vielleicht andere Opfer in Kauf nehmen. Ja, vielleicht hängt daran die Entscheidung, Karrieresprung oder kein Karrieresprung. Bin ich bereit, ein bisschen mitzubetrügen, um noch die Firma gut dastehen zu lassen, das wird mich voranbringen, oder sage ich, nee, ich kann nicht machen, ich bleibe treu. Oder daran kann auch hängen, Freundschaft oder nicht Freundschaft. Vielleicht stellt uns jemand vor das Ultimatum, entweder du lässt das Christsein sein, oder ich bin weg.
Und da ist die Frage, wie entscheiden wir uns, wie wichtig ist uns der Glaube? Und was sind wir bereit, für den Glauben auch dran zu geben? Nachdem sie ungefähr 20 Jahre in China aktiv war, entscheidet sich Gladys dann schließlich nochmal zurück nach England zu gehen. Und als sie dort ankommt, ist er wie ein Kulturschock. Also sie war halt vorher nicht mehr in England gewesen und es hat sich einiges getan. Sie nennt es, der moderne Götzendienst hat Einzug genommen, also Sport, Theater, Reichtum, Filmstars, all das ist so richtig im Aufkommen und die Menschen sind völlig fasziniert davon. Und das englische Volk ist völlig mit sich selbst beschäftigt. Und Gladys will jetzt zurückkehren, um irgendwie auch zu helfen, diese geistliche Schläfrigkeit zu vertreiben. Also sie kommt gerade aus einem Land, wo man wirklich als Christ wirklich leiden muss, wo man wirklich klare Kante bekennen muss und wo man aktiv sein muss. Und hier kommt sie in ein Land, das geistlich völlig eingeschlafen zu sein scheint. Also fast noch mehr Missionsfeld als China es war. Und Gott schenkt ihr die finanziellen Möglichkeiten, auch in England selbst herumzureisen und von ihrer Missionstätigkeit zu berichten, um irgendwie das Land auch wieder aufzuwecken. Und ich habe mich gefragt, was würde sie heute sagen, wenn sie in die heutige Zeit blicken könnte? Vermutlich nicht viel anderes. Sie bringt auch ein kleines Buch heraus, was ihre Missionsarbeit zusammenfasst. Und sie hat die Chance, wirklich in vielen Ländern auch von ihrer Missionstätigkeit zu berichten. Als sie 55 Jahre alt ist, reist sie schließlich nochmal nach Hongkong zurück, bekommt dort aber kein Bleiberecht, weil sie hatte irgendwann mal die britische Staatsbürgerschaft abgegeben, oder die englische Staatsbürgerschaft abgegeben, weil sie die chinesische angenommen hatte. Und Hongkong war britische Kolonie, deswegen hat sie kein Bleiberecht bekommen. Und sie gründet schließlich dort eine Missionsstation, die Hope Mission, also ihre eigene Missionsstation, und reist dann weiter nach Taiwan, ein letzter freier Stützpunkt des freien China. Und hier bleibt sie letztendlich auch dann bis zum Tod. Sie sucht auch hier jetzt mit 55 Jahren oder älter eine Tätigkeit. Und eine Freundin hat dann die Idee, ich bringe einfach wieder Kinder zu ihr. Und so darf sie auch dort wieder anfangen, eine Kinderarbeit aufzubauen. Und sie darf den Waisenkindern, den notleidenden Kindern aus den umliegenden Dörfern wieder Gottes Wort bringen. Und sie hat Freude dabei und sie ist wieder eifrig am Missionieren, selbst auf den letzten Jahren ihres Lebens. Und sie betet viel. Ja, sie merkt dann, dass die Kräfte weniger werden. Und am Abend ist sie wirklich ausgelaugt und nimmt sich aber dann einfach die Zeit, den Tag vor Gott zu bringen und zu beten. Und sie sagt dann, so viele Nöte, die ich Gott bringen muss. Ja, also sie weiß wirklich, wo sie ihre Not loswerden kann. Und ihre Reise endet dann schließlich, dass sie noch einmal eine letzte Amerika-Reise antritt, wo sie dann nochmal von ihrer Missionsarbeit berichtet. Und im Winter 69-70 wird sie schließlich krank und stirbt dann mit 67 Jahren. Das war das Leben von Gladys Albert. Und ich glaube, ich würde mir zustimmen, ein wirklich entspannendes Leben. Sie hat viel erlebt, hat ihr Leben wirklich verbraucht, würde man menschlich gesehen sagen, hat es voll eingesetzt in den Dienst für den Herrn. Und was war das wirklich Besondere an ihrem Leben? Ich denke, keiner von uns würde behaupten, dass sie menschlich gesehen besonders klug war, dass sie besonders herausragend war, besonders begabt war. Eher das Gegenteil. Aber wir haben bei ihr gesehen, dass Gott drüber steht und dass Gottes Pläne viel größer als unsere Pläne sind. Und er hat diese einfache Frau zu einem gewaltigen Werkzeug in China gemacht. Und vielleicht bist du jetzt nicht dazu berufen, in ein fremdes Land zu gehen und dort Missionsarbeit zu machen. Vielleicht doch. Aber du darfst dir sicher sein, Gott hat auch für dich eine Aufgabe, hat auch für dich Pläne. Und ich glaube, die Frage, der wir uns stellen müssen, ist, bin ich bereit, Gottes Ruf zu folgen? Bin ich bereit, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen und mich davon auch leiten zu lassen? Ja, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns auch zeigt, wo er uns hinstellen möchte, wo wir uns einbringen können. Und das kann auch heißen, es einfach zu versuchen und den Willen Gottes wirklich zu suchen, indem wir anfangen. Aber das Größte, was sie bis zum Ende ausgezeichnet hat, war die Liebe zu Gottes Wort. Sie war die Frau mit dem Buch. Und deswegen heißt auch die Biografie so, die Frau mit dem Buch. Das war das, was ihr Leben wirklich, ihrem Leben Festigkeit gegeben hat, ihrem Leben auch Richtung und Sinn gegeben hat. Dieses Buch, die Bibel, die wir ja bis heute immer noch unverändert haben, wie sie schon seit Jahrtausenden und Jahrhunderten durchgetragen wurde. Und wir haben das Wort Gottes vollständig in unserer Hand und dürfen es lesen. Und wir haben das große Vorrecht, es auch frei zu lesen. Also niemand verbietet es uns, niemand bestraft uns dafür,
Niemand nimmt es uns weg. Und sie war eine Beterin. Und drückte damit immer wieder aus, ich bin von Gott abhängig. Und ich hoffe, dass Gott uns auch durch Gladys Albert Mut gibt, uns wirklich von ihm auch abhängig zu machen, ihm im Gebet immer wieder zu begegnen und auch seinen Willen in seinem Wort zu suchen. Ich möchte noch beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in der Kirchengeschichte wirklich Beispiele vor Augen stellst von Leuten, die sich in deinen Dienst gestellt haben und wie wir sehen, dass du Menschen gebrauchen kannst. Herr, du hast uns eigentlich nicht nötig, aber du hast dich dazu entschieden, uns Menschen zu gebrauchen, um auch dein Wort zu verbreiten und Menschen von dir zu erzählen. Und danke, dass du auch uns gebrauchen möchtest. Danke für das Vorbild von Dennis Elwood. Danke dir für ihre Liebe zu deinem Wort und auch ihr Eifer im Gebet. Und lass uns doch davon wirklich ein Vorbild nehmen, dass wir selbst zu Betern werden, dass wir selbst zu Leuten werden, die dein Wort lieben, die dein Wort hochhalten und dann auch bereit sind, uns von dir leiten zu lassen, von dir gebrauchen zu lassen. Besonders auch im missionarischen Umfeld, Herr, du weißt, wo wir Kontakte haben, wo wir Möglichkeiten haben, Menschen von dir zu erzählen und wie oft wir vielleicht das nicht wahrnehmen wollen und wie dieser missionarische Gedanke vielleicht dann doch von den Zweifeln überdeckt wird. Gib uns da doch einfach die Freiheit und den Mut und auch das Herz und auch das Vertrauen, dass du unmögliche Dinge tun kannst und dass wir nicht müde werden, auch Leute im Gebet vor dich zu bringen. Amen.